Verwende Steuern Drillship-Kessel zu was? Reise auf der Karte. Ja, nicht jetzt. Jetzt nicht. So. Obwohl, komm, wenn wir schon einmal hier sind, warum denn nicht? Ihr kennt mich, ich brauche es einfach. Ich brauche es. I need it. I need it. So. Ich muss das komplett zerstören, war das richtig? Stock Armor Grenades, Approach Drillship. Okay, Auftrag. Disable Front. Uff. Uff. Vielleicht sollte ich mal die Granaten jetzt werfen, wa? Mit der 6. Hui. Destroy. Haben wir sonst noch was? Ah, da oben Destroy. So, Quick Hand Computer. Activate the Kamera. Okay, warte. Kamera ist auf der. Auf der 8. Mhm. Point a Drill, Press Mouse 0. Was ist 0? Hä? Take a picture. Was ist denn Maus 0? Hallo? Das ist hier voll verbuggt, glaube ich. Ich drücke die mittlere Maustaste. Ich drücke alle Tasten, aber irgendwie. Was ist denn Maus 0 für eine Taste? Moment. Kann das sein, dass es überlagert gerade? Warte mal eben. Ich schaue mal eben in Option. Was ist denn Steuerung? Was ist denn Maus 0? Allgemein. Waffen. Maus 0 ist Angriff. Ja, linke. Hä? Warte mal, kann ich hier vielleicht eine alternative Taste hinzufügen für die Kamera? Warte mal. Verschiedene Gegenstände nehmen. Lalalala. Chat. Huhu. Ist hier irgendwie Kamera, wo man das nachgucken kann? Handcomputer. Q. Hocke. Okay. Die Tasten sind wohl vorgegeben, schätze ich mal, ne? Oder warte mal, die waren ja von 1 bis. Warte. Okay. Das ist ja blöd. Achse 2, warte mal, kann ich. Was ist denn, wenn ich Ü nehme? Ü. Ich nehme einfach mal Ü. Einfach so. Ü. Toll, da komme ich zum Archiv. Also ist das schon die richtige Taste, aber das öffnet sie, aber es öffnet das Archiv. Das Blöde ist, jetzt haben wir gleich Eruption. Ich sollte mich beeilen. Das Archiv. Wo ist denn hier Hilfe? Ist F1 Hilfe? Ja, ne, oder? Das könnte das. Nee, oder? Da müsste ja quasi eine Taste doppelt belegt sein. Lass mal gucken. Maus, lalala, Left Control. Bestätigen, Inventar, Flashlight-Karte, lalala, Hilfe. Hilfe ist eigentlich F1, wenn es das ist. Weiß ich natürlich nicht. Maus 0. Aber können Sachen doppelt belegt sein? Keypad. Maus 3 und 4. Hilfe weiter zurück. Fotomodus F11. Ich schau mal eben F11, ob das irgendwie. Und F1, ob das dann hier quasi dasselbe ist. Warte mal. Ganz schnell. Nein, das ist Fotomodus. F1 ist auf jeden Fall das Archiv. Warum sich das öffnet, weiß ich nicht. Das ist halt echt blöd. Ich kann das Foto nicht machen. Uff. Uff. Scheiße. Uah, tschüss. Kein Zeit. Oh, fuck. Oh Gott, ich muss ganz schnell. Uff, ist hier ein Gebäude? Oh nein. Oh, fuck. Oh, fuck, wir müssen irgendwo. Scheiße. Ich glaube, wir werden es diesmal nicht schaffen.
Scheiße. Holy shit. Ich werde es nicht schaffen bis zum U-Boot oder so. Oder bis zur Stadt, glaube ich nicht, oder? Eine Minute. Oh, lauf! Lauf! Boah, jetzt muss ich aber echt Kette geben. Hoffentlich ist da ein Keller. Lauf! Lauf! Bitte! Lauf schneller! Oh, das ist ja blöd. Lauf! Keller? Ja, Keller! Ja, 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 tschüss! Alter! Puh! Holy Jesus! Das ist ja nochmal so gerade eben gut gegangen, ne? Uff! Ja, dann müssen wir nochmal gleich das nochmal ausprobieren. Mit dem Drillship. Ja, no Drillship found. Ja. Da müssen wir warten. Bis es spawnt. Nehmen wir mit. So. Gut. Okay, wenn es knallt, hat man noch ein bisschen Zeit. Das ist gut zu wissen. Aber ich denke, jetzt, ab jetzt, so sollte man, glaube ich, nicht mehr da oben sein. Ich glaube, wenn der Nebel kommt, dann geht's los, ne? Ja, ich glaube, jetzt ist es vorbei dann für einen. Wenn so dieses Geräusch kommt. Automatisch speichern, jetzt ist es wahrscheinlich, ne? Ja, okay, dann speichere ich auch mal. So. Ja, no Drillship found. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis wieder ein Schiff kommt. Währenddessen ich hier mal gerade... Ah, das mit dem Fotomodus ist ja echt blöd. Gibt es zum Ziel? Ja, da. Okay, ein neues Schiff ist da. Oder da, wie auch immer. So, warte. Nein, nicht Karte. Das ist ja blöd mit dem Archiv. Das ist aber echt ein blöder Bug. Warte mal, wie deaktiviere ich das denn? Kann ich einfach, die Hilfe einfach deaktivieren? Abbrechen, verknüpfen, Verknüpfung? Fuck, wie mache ich denn dann ein Foto? Ich kann dann kein Foto machen. Warte mal, wie war das jetzt? Q und dann die 8, ne? Ah, jetzt? Nee. Hey, hä? Jetzt geht das? Ach, weil ich wahrscheinlich auf dem Schiff stand, kann das sein? Oder? Warte, ich probiere es nochmal mit Ü. Also Kamera raus und dann Ü. Damit mache ich aber kein Foto, zumindest nicht jetzt. Ich hoffe, das geht gleich. Aber erstmal müssen wir, ne? Du weißt Bescheid, Gott sei Dank, Mann. Gibt's die Pumpgun. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hier langlaufe. Ich sollte vielleicht mal... Okay. Problem ist, es ist halt alles mega nebelig. Ich hoffe, es klärt gleich ein bisschen auf. Weil so blind kämpfen ist auch blöd. So. Ja, ein bisschen... Weiter sieht man jetzt was. Mal gucken. Wir kommen auf jeden Fall unserer Sache näher. Das ist supi. So. Dann müssen wir es nochmal machen. Ich hoffe, das klappt. Wo ist es denn? Ich höre die Roboter schon, aber ich sehe noch keinen. Da ist es. So, 6. Warte. Ah, ich habe keine... Oh Gott, ich habe keine... Oh, warte mal. Okay, dann hier oben. Den Spawner. Verstehe. Das geht anscheinend auch. So, Pressing Q. Und jetzt Foto machen. Ach, ich darf hier nirgendwo drauf. Ach so. Deswegen. Ja, alles klar. Ich darf hier nirgendwo drauf zeigen. Pointer kann man unser Drill. Ach so, ich bin so doof. Vielleicht soll ich mal lesen. Aha, okay.
Ja, Bohrer, Drillship, wichtiges Bauteil. Wenn er beschädigt ist, kann Drillship nicht mehr abtauchen. Was bedeuten würde, dass du während eines Vulkanausbruchs auf der Oberfläche gestrandet wärst. Oha. Angriffsstrategie. Um sicherzustellen, dass die Kog nicht unter Tage fliehen, empfiehlt es sich, ihren Bohrer zu beschädigen. In diesem Fall sind sie gestrandet und du hast genügend Zeit, das Schiff zu plündern. Diese Methode eignet sich auch gegen Drillships mit Menschenbesatzung, aber sicher würde kein Mensch so etwas seinesgleichen antun. Ist das jetzt, ist damit Multiplayer gemeint? Hä, warte mal. Warum geht da oben Disable? Ach so, den müssen wir jetzt kaputt machen, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das wird dauern. Oh Gott, und ich kann keine Granate bauen. Uff. Ja, ich hätte gern Granaten. Habe ich noch Granaten? Natürlich nicht. Okay, das wird dauern. Ich hoffe, die Munition reicht. Das wäre jetzt echt blöd, wenn das nicht klappt. Wir haben hier die Hälfte gerade mal. Und wir haben noch 9 Schuss in der Flinte. Gut, ich könnte mit der Spitzhacke, glaube ich. Das geht auch, oder? Das wird bestimmt auch dauern. Oh nein. Spawn die? Das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja, das geht auch. Dauert nur ein bisschen. Bevor ich jetzt die Munition hier weiter verballer. Dumm, du dumm, du dumm. Ihr reist nirgendwo mehr hin. Ihr geht nirgendwo mehr hin. Kein Stück. Ich mache euch alles kaputt. So. Vielleicht soll ich auch mal richtig lesen, was da oben steht. Dann komme ich auch weiter. So. Und? Und? Der war vorher schon kaputt. So. Kontaktiere den Captain über ein. Ja, juhu. Sehr schön. Wir müssen unser Drillship rufen, ne? Es ist ja, glaube ich, unter Tage. Oder unter der Erde. Wo sind wir denn jetzt hier? Da ist unser Drillship. Die Richtung. Da unten müssen wir ihn anrufen. Ich guck mal, ob ich ihn rufen kann. Quasi mit der 7 müsste es sein, ne? Okay, kann Landestelle besetzt. Ja, du sollst ja auch... Du sollst auch hier. Hier sollst du kommen. So, Drillship Hafen. Nice. Sehr schön. Gut. Das Drillship kommt und wir... Ich probiere mit der Rüstung. Soll ich das mal ausprobieren? Obwohl, ich lasse das erstmal. Wir können aber theoretischerweise auch noch ein paar Granaten bauen fürs nächste Mal. Das wäre ganz nice. Dum, 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 dum. Moin. Uns fehlt eine Tür hier, ne? Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Weil ich muss immer wieder rumrennen. Ist hier vorne. Toll. Guten Tag. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Achso, ich muss den Captain kontaktieren. Über ein Drillship-Funkgerät. Anrufen. Aha. Cock Drillship der Stufe 2 zerstören. Ja. Befehle, dem Drillship abzutauchen. Ziehe den Abtauchhebel. Okay. Ich würde aber gerne erstmal ein bisschen was herstellen. Was brauchen wir denn dafür? Nochmal Schwarzpulver, ne? Schwarzpulver, Spray Tool, lalala. Nein, Schwarzpulver. Okay. Nicht genügend Gegenstände. Schwefelpulver brauchen wir dafür. Gut. Wir können ja tatsächlich auch die Sachen ausschalten, ne? Dann brauchen wir ja nicht so. Verbrauchen wir ja im Prinzip ja auch nicht so viel Strom. Weil, wenn hier alles immer an ist, ist das kein Wunder. So. Nein. Kupferbarren brauchen wir dafür wieder. Ernsthaft? Kupferschrauben und Kupferbarren. Nein. So, gucken wir mal. Jetzt brauchen wir Kupferschrauben wieder.
So, dürfte reichen. Wie viel haben wir? Also müssen wir gleich erst rausholen. Dann mache ich das mal aus. Das mache ich auch aus. 15, Alter. 15 Stück. Ja, das kann erstmal da drin bleiben. Kohle passt soweit. Ja, das passt auch noch. Hier haben wir noch Munition. Wir brauchen Schrotflinten-Muni, ne? Fällt mir gerade ein. Wo haben wir sie denn? Da, können wir sogar herstellen. Achso, vielleicht mal anmachen. Ach, wie cool, das steht sogar draußen dann. Keine Materialien vorhanden. So, Huch, was denn jetzt? Spiel? Spiel? Hä, was ist denn? Oh. Das, und wir haben nicht gespeichert, ne? Uff, ich hoffe, er hat gespeichert. Ja, das ist ja nicht so toll. Hallo, willkommen auf meinem Desktop. Ja, gut. Das, ja, das ist nicht so toll. Black Screen. Puh. Alter Schwede. Gut. Wir laden mal. Wo hat er denn automatisch gespeichert? Beim Kaputtmachen. Das, okay. Das heißt, alles, was wir gerade gebaut haben, ist für die Katz gewesen. Okay, ist wie gesagt ja noch ein Early Access, ne? Ist ja noch nicht fertig. Aber es hängt sich noch auf. Das ist nicht gut. Vor allem, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts irgendwie was gedrückt. Also ich stand einfach nur im Schiff drin. Ah, das ist ärgerlich. Gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. So, willkommen zurück. Zu Vulkanoids, denn ja, wir sind quasi nach einem Absturz im Game wieder hier. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt gleich unser Drillship nochmal, also quasi nochmal das, was wir getan haben. Ich würde vielleicht ein paar Granaten weniger bauen. Einfach Granaten, weil wir die brauchen wahrscheinlich werden. Also ich hoffe mal. Deswegen wollte ich die eigentlich haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass es abgeschmiert ist. So, dann rufen wir mal unser Drillship mit der 7. So. Müsste ja da rauskommen, dann, kann ich hier schon mal nach vorne gehen, weil hier vorne gleich der Eingang sein wird. Denk ich mal, ne? Das war doch, glaube ich, so. Gut, dann würde ich, wie gesagt, nochmal Granaten herstellen und Schrotflintenmuni, die uns ja quasi ausgegangen ist. So, guten Tag, ich komme. Hallo, meine Freunde, ich bin wieder da. So, ich erstelle das mal. So, was brauchen wir denn dafür nochmal? Lass mal gucken. Wir brauchten Schwarzpulver. Genau, ich stelle mal ein bisschen Schwarzpulver her. Das war hier. Dann brauchen wir Kupferbarren auf jeden Fall. So. Dann brauchten wir die Granaten. Kupferrohre, genau. Machen wir mal 7 jeweils und dann gucken wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, reicht erstmal. Schrotflintenmuni wollte ich noch bauen, ne? Okay. So, dann speichere ich jetzt mal ganz schnell. So, schnell speichern. Puh, das hat er gemacht. Okay, falls mal, ne? Also sollte ich auf jeden Fall zwischendurch speichern. Ich vergesse das immer. Okay. Achso, wir sollten mal, warte mal, eben ablegen, ein paar Sachen. Das würde ich gerne ablegen, das. Also das könnte man im Frachtraum legen, ne? Ich weiß gar nicht, wofür Kupferschrott ist. Wird in der Aufbereitungsstation zu Kupferbarren verarbeitet. Ach so, da kriegen wir Kupfer. Ah, alles klar, okay. Das packe ich im Dings, das ziehe ich gleich an. Und die Granaten holen wir raus, ne? So. Damit sind wir wieder auf dem Damm.
Nee, Moment. Schrotflinten brauchen wir noch. Schrotflinten-Muni. So. Damit sind wir wieder voll ausgerüstet. Hälfte Schutzschild haben wir noch, aber wir telefonieren mal. So. Dann speichere ich nochmal schnell. Vorsichtshalber. So, dieser Auftrag ist umfangreich. Stelle sicher, dass du gut ausgerüstet bist und den Angriff zeitlich korrekt ausführst. Viel Glück. Puh, das klingt ja vielversprechend. So, erstmal müssen wir abtauchen. Das machen wir jetzt direkt mal. Und dann gucken wir mal tatsächlich, ob wir das schaffen, ein Stufe 2 Drillship zu zerstören und uns die Technologie zu eigen machen, die wir brauchen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das alles so klappt. Schauen wir mal. So. Wir sind jetzt gleich unten. Energie, volle Energie. Die Bilanz 5 plus S, das ist super. Ah, hier sieht man auch die... Okay, alles klar. Sie, klicke auf einen Ort der Untergrundkarte. Zur Fortbewegung. Begib dich zum Ziel des roten Symbols. Klicke auf die Schaltfläche an der Oberfläche. Karte?